Den Sozialismus in seinem Lauf halten wir wahrscheinlich nicht mehr auf. In allen möglichen Lebensbereichen gibt es mittlerweile Umverteilungsfantasien, aber es wird auch einiges immer knapper und da fühlt sich die Politik oder selbsternannte Experten dazu berufen, das knappe Gut gerecht zu verteilen. Nun hat sich ein Architekt zu Worte gemeldet und das ausgerechnet in der ja, konservativen Welt. Er nennt sich selbst Pionier der Nachhaltigkeit und erfordert nichts Geringeres als ein Bürgerstromkontingent. Ihr habt richtig gehört, ein Bürgerstromkontingent. Das heißt nichts anderes als eine Art Rationierung von Strom. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind die zweit- oder drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Wir hatten früher Strom im Überfluss. Jetzt wurde er aus politisch-ideologischen Gründen verknappt, indem man die Kohlekraftwerke und die Atomkraftwerke abgeschaltet hat. Und nun stellt man plötzlich fest, es gibt vielleicht im Winter nicht zu viel oder genügend Strom. Also machen wir doch ein Bürgerstromkontingent. Also allein schon dieser Name ist völliger Wahnsinn, aber er ist real. Ich zeige euch jetzt auch einmal von wem. Das ist ein Architekt, angeblich ein weltweit bekannter Architekt, Werner Sobeck, der ist 70, Bauingenieur ist er auch. Er war Professor an der Universität Stuttgart und der schlägt also jetzt ein Bürgerstromkontingent vor. Und er fordert nicht nur das, er sagt, es kann ja auch nicht schaden, wenn man im Winter mal an wenigen Tagen zu Hause mit einem Pullover oder etwas dicker angezogen rumsitzt. Außerdem hat der kluge Mann vorgeschlagen, dass Einfamilienhäuser sowieso nicht mehr gehen, weil die umweltschädlich sind, weil man viel zu viel Baustoffe und Rohstoffe braucht in Bezug auf die Personen, die in diesem Haus dann leben. Also sagt er, also eigentlich sollte man besser Reihensiedlungen bauen, Mehrstöckigkeit anstreben. Aber das Einfamilienhaus im Grünen, das ist ökologisch nicht mehr sinnvoll. Das meint Herr Sobeck. Und er ist auch noch von ganz anderen Ideen beseelt, die wir heute in der Welt lesen können. Er sagt also unter anderem, dass also wenn die Energie teuer wird, dann müssen wir halt sparen, dann müssen wir sie neu umverteilen. Das sind ja natürlich nichts anderes als sozialistische Experimente. Er könnte ja auch sagen, wenn die Energie knapp wird, dann müssen wir mehr Kraftwerke bauen oder wir müssen gucken, woher wir den Strom dann bekommen, etc. Aber nein, so weit geht er nicht und fordert eben, dass man sich zu Hause warm anzieht, wenn der Strom nicht mehr reicht oder wenn man nicht genügend Energie hat, um sich zu wärmen. Das sei ja früher immer so oder auch schon so gewesen, sagt der Mann. Und das sind also Dinge, die stehen leider hier alle hinter der Bezahlschranke in der Welt. Ich schaue gerade mal, ob der noch ein paar andere Klöpse rausgelassen hat. Also er sagt unter anderem, man kann nicht etwas einfordern, das nicht mehr bezahlbar ist und dessen Auswirkungen auf unsere Umwelt nicht mehr akzeptabel sind. Also er sagt, man kann nicht etwas einfordern, was nicht mehr bezahlbar ist. Man kann nicht etwas einfordern, was nicht mehr bezahlbar ist und gegen irgendwelche ökologischen Prinzipien spricht. Dazu muss man natürlich muss die Frage erlaubt sein, warum ist es denn wohl nicht mehr bezahlbar geworden? Warum wohl? Ja, ich meine, die Frage könnt ihr euch ja alle selbst beantworten. Da muss man weder ein Architekt noch ein Ökonom sein. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das Netz auf diese tolle Sache reagiert hat. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das wird natürlich teilweise belächelt, ja, aber ich sage euch, am Ende kommt es genau so. Ihr kennt ja dieses Prinzip, es wird erstmal etwas in den Raum geworfen und dann regen sich alle auf und dann wird es irgendwie diskutiert und hinterher ist es dann Gesetz oder wird Wirklichkeit. Und schauen wir mal auf Twitter, wie die Fangemeinde von dem Sobeck reagiert hat. Hier schreibt zum Beispiel einer, Grüne werden es lieben, die letzte Generation sicher auch. Die Zukunft, meine Damen und Herren, ist das Bürgerstromkontingent.
Also sozialistischer geht es kaum. Hier sagt einer, ich schlage ein Bürgerstromkontingent vor, wir stellen den knappen Strom pro Kopf. Jetzt also Rationierung. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Weiter gucken wir auf die Reaktionen. Also dieser Mann bewohnt wohl im schwäbischen Raum irgendwo natürlich ein schönes Luxushäuschen. Ja. Der hat wahrscheinlich sein Einfamilienhaus. Und den ganzen Luxus drumherum, irgendwo im Grünen, dass er den anderen Leuten jetzt nicht mehr zubilligt. Und hier haben wir eine andere Äußerung von einem User bei Twitter, weil die Grünen dafür gesorgt haben, dass Kraftwerke abgeschaltet wurden. Also warum ist der Strom so knapp? Weil die Grünen dafür gesorgt haben, dass Kraftwerke abgeschaltet wurden. Ja, ist doch wohl klar. Und weil die Erneuerbaren nur Bruchteile ihrer Nennleistung liefern. Die ganze Energiewende dient nur der Einführung sozialistischen Wirtschaftens. Genau so ist es doch. Also das ist wirklich, dass sich das alles, dass wir das alles noch miterleben müssen, dass wir jetzt hier in Deutschland in Richtung Sozialismus gehen und zwar mit immer höherer Geschwindigkeit. Hier noch eine Äußerung, die ich euch nicht vorenthalten will. Findet es außer mir noch jemand überzeugend, erst die komplette Infrastruktur des Landes auf Elektro umzustellen und dann den Strom zu rationieren? Ja, mit Logik hat das alles nichts mehr zu tun. Mit Logik, liebe Leute, hat das alles nichts mehr zu tun. Es geht nur noch um irgendwelche blinden Ideologie. Es geht um Mangelwirtschaft. Mangelwirtschaft, wie wir sie aus dem Sozialismus und dem Kommunismus kennen. Noch nicht so richtig 100%, aber es geht in diese Richtung. Und ich meine, alles auf Elektro umzustellen, bis zur letzten Wärmepumpe, die Kraftwerke abzustellen und dann sich darüber zu wundern, dass die Preise für Strom nach oben gehen, das ist schon irgendwie eine Geschichte, da kommt man sich ja vor, als wenn man mit Irren unterwegs wäre, weil das war ja alles programmiert. Es war alles programmiert. Der Strom wird knapp. Immer mehr exportieren wir aus dem Ausland und wenn die den Strom brauchen, dann können wir am Ende sehen, wo wir bleiben, das ist doch wohl ganz klar. Auch wenn die sogenannte Qualitätspresse darauf hinweist, auch bei ARD und ZDF gab es so ganz komische Beiträge, auch bei Instagram und so weiter, wo sie sagen, ja, was wollt ihr denn? Der Strom ist doch gar nicht knapp. Diese ganzen Blackout-Fantasien, die sind doch alles nur von Verschwörungstheoretikern. Es gibt doch genug Strom, sehen wir doch. Trotz der abgeschalteten Kraftwerke. Oh no, oh no. Also ich meine, das braucht man ja alles gar nicht mehr kommentieren. Da kann man wirklich nur noch den Kopf schütteln, was mit dieser Republik wohl los ist. Und wir am Ende, wie einige Grünen es ja auch fordern, eine angebotsorientierte Stromversorgung bekommen. Ich weiß nicht, wer das bei den Grünen war, ging auch durch die Presse. Mit anderen Worten, du kannst nur noch dann Strom verbrauchen, wenn er auch da ist. Ist ja auch logisch, ne? Ich meine, die Windräder drehen sich nicht immer und die Sonne scheint auch nicht immer. Im Winter wird es besonders knapp. Und dann sagen wir dir, wann du Strom kriegst und wann nicht. Und dann haben wir die sogenannte angebotsorientierte Stromversorgung. Und irgendwann kommen dann wahrscheinlich auch die Schlangen vor den Supermärkten, so wie wir es aus der DDR gekannt haben. Ich jedenfalls. Es gibt dort kein Umdenken, keine Einsicht, sondern einfach nur ein Weiter-so, ja, ein Weiter-so. Und wenn ich die Republik auf Elektro- und Wärmepumpe umstelle, dann muss ich doch auch die Frage beantworten, wo kommt denn dann eigentlich der benötigte Strom dafür her? Irgendwelche Experten haben ausgerechnet, wenn wir zum Beispiel den Verkehr auf Elektro umstellen, dass wir da mindestens 20 neue Großkraftwerke brauchen. 20 neue Großkraftwerke. Wo sind die geplant? Wo sind die im Bau? Ich sehe weit und breit kein einziges. So gehen wir in rasenden Schritten sozusagen auf das schwarze Energieloch zu und irgendwann geht dann in Deutschland tatsächlich, wir wollen es nicht hoffen, tatsächlich das Licht aus. Ich meine, die Energiepolitik, die ist ja nun wirklich nicht nur zu kritisieren, die ist ja schon fast, ja, Wahnsinn kann man es auch nicht mehr nennen. Das übersteigt wirklich jede Vorstellungskraft, was die Politik da mit uns macht. Und kein Wunder, dass eben die Energie dann immer teurer wird. Und
Der Herr Lindner, also unser Finanzminister, der freut sich dann, weil auf der Energie, auf den Strom zum Beispiel, da ist ja Mehrwertsteuer drauf, da ist eine Stromsteuer drauf, da sind noch einige andere Sachen drauf, Abgaben, CO2-Zeug und so weiter. Also wenn das Zeug teurer wird, verdient der Staat eben mit. Vielleicht ist es ja das, was sie wollen, den Strom immer teurer machen, um das Staatssäckel weiter zu füllen. Und wenn dann ein paar arme Leute da sind, die sich den Strom nicht mehr leisten können, die bekommen dann eben ein Bürgerstromkontingent. Ein Bürgerstromkontingent, das ist eine neue Wortschöpfung. Apropos Energie, ihr wisst ja, dass die Regierung die Steuern, die Mehrwertsteuer auf Fernwärme und Gas im letzten Jahr gesenkt hat, und zwar von 19% auf 7%, um die Preissteigerungen, die wir in dem Bereich haben, etwas aufzufangen. Und nun stellt sich Herr Lindner heute hin und sagt, das nehmen wir wieder zurück. Wir machen da wieder 19% Mehrwertsteuer drauf auf Gas und Fernwärme. Ihr seht es. Könnt ihr gleich auch nochmal im Web nachlesen? Ich habe das ja alles unten verlinkt. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das Vorhaben bekräftigt und verteidigt, die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme schon früher als ursprünglich geplant wieder auf 19% anzuheben. Die Mehrwertsteuersenkung sei nie eine dauerhafte Maßnahme gewesen. Wurde auch nicht so angekündigt, sagte er. Ja, gut, aber könnte doch die Steuern tatsächlich auch unten lassen. Ich meine, das entlastet doch wirklich. Das entlastet doch wirklich die Menschen, die Bürger da draußen, die sowieso keine Knete mehr haben, denen die Inflation die Kaufkraft weggefressen hat. Aber daran seht ihr auch, wie die Politiker sich um uns kümmern, nämlich überhaupt nicht, ja, gar nicht. Das Einzige, was sie wollen, ist an unser Geld. Und jetzt haben sie festgestellt, dass man ja bei Gas und Fernwärme die Mehrwertsteuer auch wieder erhöhen kann, was ja eine Frechheit ist. Insgesamt zahlt man also 19% mehr, als das Zeug wirklich kostet. Man kann ja die Mehrwertsteuer auf sowas, was jeder braucht, jeder Mensch braucht. Und das ist nun mal Energie, das ist Strom, das ist Gas, auch Fernwärme. Da könnte man ja auch sagen, wir verzichten auf Mehrwertsteuer. Wir verzichten darauf. Das könnte man doch auch sagen. Daran seht ihr, dass die Politik es mit uns Bürgern offensichtlich nicht so richtig gut meint. Eher im Gegenteil, sie versuchen uns das Leben schwer zu machen, ziehen uns das Geld aus der Tasche. Und wenn das Geld nicht mehr reicht, dann kriegen wir ein Bürgerstromkontingent und dann sind wir wahrscheinlich endgültig im Sozialismus angekommen. Folgt mir auf Telegram, dort MM News offiziell, dort auch immer ganz aktuell informiert zu Themen aus Wirtschaft und Politik.